wir haben halt Dienstag und wir krochen gerade zu der Avenue of the Giants, zu den Redwood-Palmen auf. Und nachdem wir halt so schon ein bisschen abseits der Städte sind, kann man halt die coole Landschaft erkennen. Und einen recht geilen Mittelstreifen, der halt nicht irgendwie so grün war wie bei uns, sondern einfach nur recht hart und eigentlich nur eine Spur war der. Aber ja, das ist wieder der Gigantismus in Busa. Das kleine Montmont schwingt auch mit. Jetzt ist es da doch. Ja, schon. Und Albert. Albert, was sagst du dazu, dass die Straßen nicht so flach sind, also groß sind wie in Florida? Ja. Ist das fun? Es ist ja nicht so, irgendwie so, was nicht. Nicht was? Es sind ein bisschen bumpy, sind die Straßen. Aber es nicht fun. Wahrscheinlich noch nicht aus. Ja, angenehm zu fahren ist es nicht unbedingt. Aber wir haben einen Tempomat, was ich echt toll finde. Der mittlerweile funktioniert, ja? Der mittlerweile, der funktioniert. Schau, jetzt wissen wir, wie er funktioniert. Jo. Tank zum Beispiel halt. Den Tank zum Beispiel. Um $20. Mhm. Jetzt wissen wir, dass ein bisschen mehr reingeht, als wir in mein Chevy von Oklahoma. Nächsten werden wir um 25 tanken. Oder wir riskieren die 30, ich weiß nicht. Ja, wir riskieren. Aber gut, wenn wir mit drauf sind, dann ist Kümmel 30, oder? Juhu! Ja, wir werden es dann das nächste Mal von den Redwoods melden. Und alles.